Hallo zu einem neuen Video bei Einfach und Schnell Kochen. Heute zeige ich euch eines meiner absoluten Lieblingsgerichte und das sind Makaroninester. Der einzig feste Bestandteil von Makaroninestern sind die Makaroni. Ansonsten ist man sehr flexibel und kann frei entscheiden, welches Gemüse, welche Fleischsorte etc. man verwenden möchte. Für das folgende Rezept brauchen wir folgende Zutaten: Makaroni, Hähnchenbrust, Tomaten, Frühlingszwiebeln, eine rote Zwiebel, zwei rote Paprikaschoten, Tomatenketchup, Fleischbrühe, Sauce Hollandaise, die könnt ihr entweder selbst machen oder bereits fertig kaufen, geriebener Käse, ich benutze vorzugsweise Gouda, aber ihr könnt auch eine andere Sorte wählen, etwas Kräutermischung, ich habe hier die eingefrorene Variante benutzt, natürlich geht auch frische, Salz und Pfeffer, Zucker und etwas Paprikapulver edelsüß. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in der Infobox. Als erstes werden die Makaroni bissfest gekocht. Sie sollten nicht zu weich sein, weil sie anschließend noch in den Ofen kommen. In der Zwischenzeit können wir uns dem Gemüse widmen und dieses klein schneiden. Ich habe mit den Frühlingszwiebeln begonnen. Außerdem hat mein Freund schon den Käse gerieben, währenddessen ich dann die Paprika und die Tomaten geschnitten habe. Beides jeweils in kleine Würfel. Damit die Tomaten nicht zu sehr wässern, ist es wichtig, das Fruchtfleisch zu entfernen, bevor ihr sie in die kleinen Stückchen schneidet. Dann muss noch die Zwiebel geschnitten werden, bevor wir uns schließlich dem Fleisch zuwenden können. Die Hühnchenbrust wird in kleine Stückchen zerkleinert, mit Salz und Pfeffer gewürzt und anschließend in einer Pfanne angebraten. Ist die Hühnchenbrust durchgebraten, gebt ihr das Gemüse hinzu und lasst dieses bei geringer Hitze 2-3 Minuten anschwitzen. Daran wird es mit Salz und Pfeffer sowie dem Paprikapulver gewürzt. Danach rühren wir die Gewürze erstmal gut unter. Bevor wir schließlich eine Prise Zucker darüber geben und ca. 2-3 Esslöffel Ketchup. Selbstverständlich könnt ihr den Zucker auch weglassen und dafür etwas mehr Ketchup benutzen. Jetzt folgen noch die Fleischbrühe und die Kräutermischung und dann wird das Ganze bei mittlerer Hitze nochmal ca. 5 Minuten geköchelt. In der Zwischenzeit haben wir die Nudeln auch abgegossen und abgeschreckt. Aus denen formen wir nun solche kleinen Nester. Diese werden mit der Hähnchengemüsefüllung befüllt. Im Idealfall sollten die Nester eine etwas höhere Kante haben und nicht zu platt sein. Auf die Nester gebe ich anschließend noch die Sauce Hollandaise und den geriebenen Käse. Die Nester kommen dann bei 180 Grad Umluft für ca. 25 Minuten in den Backofen. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das Rezept gefallen hat, weil es einfach wirklich eines meiner Lieblingsrezepte ist. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Bon Appetit und bis bald. Tschüss!